Spaltenlayout erstellen. In Word 2007 kann man auch Spaltenlayout erzeugen, so wie Sie es von Zeitschriften kennen. Markieren Sie zunächst den Textbereich, der mehrspaltig formatiert werden soll. Dann öffnen Sie das Register Seitenlayout und klicken auf Spalten. Entscheiden Sie sich für eine der Möglichkeiten, zum Beispiel für zwei Spalten. Umgehend wird das Seitenlayout erstellt. Wenn ein Absatz in der letzten Zeile einer Spalte beginnt, können Sie Word anweisen, diesen Absatz in die nächste Spalte zu schieben. Dazu klicken Sie auf Umbrüche und wählen Spalte. Gerade bei der Aufteilung auf mehrere Spalten empfiehlt es sich, die Abstände zwischen den Zeichen etwas zu reduzieren. Dazu markieren Sie Teile des Textes oder das gesamte Dokument und machen einen Rechtsklick. Wählen Sie aus dem Menü den Befehl Schriftart. Im Register Zeichenabstand wählen Sie im Dropdown-Feld Abstand die Option Schmal und rechts im Feld von deutlich weniger als ein Punkt, zum Beispiel 0,2 Punkt. Die Schrift wurde schmäler. Der Flatterrand stört noch ein wenig. Klicken Sie deshalb im Register Start auf das Symbol für Blocksatz. Nun können Sie noch einzelne langgezogene Zeilen nachbessern und zu lange Wörter manuell trennen. Verwenden Sie dabei einen weichen Trennstrich, indem Sie die Steuerungstaste zusammen mit dem Trennstrich drücken. Sollte sich später das Layout ändern, verschwindet der weiche Trennstrich wieder. Die zuvor manuell umgebrochenen Absätze können Sie nun jederzeit wieder zurückholen, wenn aufgrund der schmalen Schrift in der Spalte wieder Platz ist.